Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist wieder ein Zuschauerwunsch dran. Und zwar vom guten Stefan an dieser Stelle. Viele Grüße an dich. Ihr kennt ihn alle. Den Erschaffer des Panda Solide Siegels und des tollen Link Awakening Artworks. Seine Twitter-Seite verlinke ich euch unten, dass ihr euch da mal ein bisschen mal umgucken könnt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Macht sehr, sehr schöne Zeichnungen auf jeden Fall. Ja. Und der Stefan hat sich The Amazing Spider-Man 2 für den Game Boy gewünscht. Ja, ich würde sagen, fantastisch. Beim ersten Teil gehen ja die Gemüter ja teilweise durchaus auseinander. Manche finden den ersten Teil gut. Ich gehöre eher zu der Sache, zu den Leuten, sagen wir mal so, Mensch, Panda. Heute kannst du es aber, die das Spiel nicht so geil finden, weil ich als Kind immer da keinen Zugang zu gefunden habe. Aber ich will mal sagen, mal gucken, ob der zweite Teil das besser macht. Wenn ihr auch einen Wunsch habt, bitte einfach in die Kommentare rein. Ich habe eine Liste, wo ich mir alles draufschreibe und das versuche ich so nach und nach abzuarbeiten. Da sind zwar schon relativ viele Spiele drauf, aber haut einfach raus, 18 oder 16 Bit und nehmt einfach irgendein Spiel, was euch durch irgendeine Art und Weise gequält hat, damals als Kind am besten. Entweder weil es einfach scheiße ist, scheiße designt oder vielleicht weil es einfach zu hart ist oder ähnliches. Einfach in die Kommentare rein. Aber genug geschnackt, würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein. So, Peter Parker wakes up with his head throbbing, also unser Kopf tut weh. Peter Parker ist, wie wir wissen, ja alles Spider-Man. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Huh? I've been framed? What? Boah, fehlt ihm keiner Dizzy? Keine Ahnung. Oh. Das sieht schon mal nicht sehr geil aus. Wo muss ich lang? Kann ich hier nach unten? Nee, okay. Kann ich echt nicht nach unten hier? So eine Treppe nach unten? Also, ihr könnt mit B springen, mit A punchen. Und nach oben und A schießt da Spinnnetze, wo ich langhangeln könnt. Was hier wahrscheinlich, denke ich mal, unnötig ist. Aber komme ich da echt nicht runter? Ach doch! Hä? Was hat ihn da jetzt gemacht, dass er runtergeht? Okay. Anscheinend muss man genau bei der Kante, aber genau bei der Kante nach unten drücken. Weil wenn ihr normal nach unten drückt, dann geht ihr halt einfach nur die Hocke, wie man hier sieht. Logisch, oder? Also jetzt intuitiver hätte ich jetzt gefunden, runterspringen, dass man nach unten und springen drückt. Aber dann passiert genau gar nichts. Okay, also runtergehen. Gut getimt. Kann ich hier durch? Ja. Okay. Gut, Sound ist halt jetzt nichts Besonderes. Zack, zack. Boah! Ich versuche hier die ganze Zeit zu schlagen und verschieße aber Netze. Das ist irgendwie ganz komisch. Weil ich halt beim Schlagen logischerweise in Richtung drücke. Darf man aber nicht, weil wenn man ja beim Schlagen eine Richtung drückt, dann kommt da halt so ein scheiß Spinnennetz raus. Was ich gar nicht will. Was ist das für ein Kram, der da runterfällt? Und irgendwie finde ich es eigentlich schade. Im Gegensatz zum ersten Teil. Da hatte der Spider-Man echt ein schön großes Sprite. Sah schön aus, aber das sieht ja einfach nur krümelig aus. Und guckt euch mal die Animation hier an. Kann ich darüber? Aber schön, dass die Gegner einfach so in den Abgrund stürzen. Okay, ich bin in der Kanalisation. Kann ich da durch? Ja. Er kann kriechen, immerhin. Was habe ich jetzt? Habe ich jetzt ein Brecheisen gefunden? Ich komme jetzt nicht wieder raus. Hallo? Also wenn ich jetzt nach oben ein Spinnennetz schieße, ist das irgendwie alle... Was? Sag bloß, ich bin jetzt hier unten gefangen. Nein! Doch! Hä? Jetzt habe ich Select gedrückt, jetzt ist das Brecheisen weg. Kann ich damit irgendwie hauen? Wie komme ich denn wieder hoch? Hier ist doch nichts. Habe ich hier gerade ein Dead End erwischt oder bin ich jetzt gerade zu blöd?
Also letzteres will ich jetzt nicht komplett ausschließen natürlich, aber... Holy shit! Kann nicht sein. Da ist Pause. Ich drücke jetzt, ne? Meine übliche Panikstrategie ist ja immer, ich drücke einfach alle Knöpfe und hoffe, dass irgendwas was vernünftig macht. Ah, ich kann die Wände langlaufen. Wie mache ich das? Habe ich das denn geschafft? Okay. Wie habe ich das geschafft? Ah, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Also ich habe irgendwie jetzt beide Knöpfe gedrückt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Kombination richtig war oder nicht. Gehen wir mal wieder ins Gebäude rein. Was ist hier? Nichts, nichts. Außer Kampfroboter. Zack, bam, Karate-Kick. Hey, bleib hier. Hier ist auch nichts. Okay. Jetzt muss ich, oh nee, jetzt muss ich wieder gucken, wie ich hier langlaufe. Kennt ihr das bei so Spielen, wo ihr irgendeine Tastenkombination durch Zufall herausgefunden habt? Aber auf Krampf nicht wiederholen könnt? Na komm, komm. Super spannende Folge, ich weiß. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Ach, komm. Hey, ich habe eine Drohne kaputt gemacht. Oder muss ich hier irgendwie... Ich habe doch gerade so hochgesprungen, ne? Also es gibt anscheinend Double Jump. Okay, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ich gehe einfach wieder zurück, da scheint nichts drin zu sein. Komm hier. Oh komm, wollte ich gerade sagen. Also wenn Spider-Man da nicht drüber kommt, dann weiß ich auch nicht. Aha, ist wieder direkt reingelaufen. Ich frage mich natürlich, was für ein Kram da von unten kommt. Okay, Danger. Das sieht wie ein Boss aus. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss wahrscheinlich irgendwie nach oben. Also von der Steuerung her, ein kleiner Feedback, sie reagiert eigentlich ganz solide. So ist es nicht. Aber, wie ihr vielleicht seht, sie wirkt irgendwie so ein bisschen fummelig. Das auf jeden Fall. Ach, jetzt hat sich hier eine Tür geöffnet. Ah ne, oder muss ich hier doch hoch? Ich bin verwirrt. Ich gucke nochmal, ob ich da irgendwie hoch kann. Bin mir gerade unsicher. Aber die Steuerung an sich halt, diese Tastenbelegung, das ist dasselbe Problem wie beim ersten Spiel. Die ist nicht sehr eindeutig. Gut, technisch, wie gesagt, man kann... Vielleicht hast du es geschafft. Mir gelingt das immer durch Zufall. Ha. Genau, technisch, wie gesagt, ich finde es halt schade, dass wir Sprites so ein bisschen krümelig sind. Na? Ich kann es nicht reproduzieren. Und ich weiß nicht warum. Okay, irgendwie. Ah, ich muss zweimal den Sprungknopf drücken, glaube ich. Oder? Aber da oben kann ich ja nicht lang, da ist ja die Tür zu. Hm. Oder, na hier geht's wieder. Toll, ist wieder rein. Ich weiß jetzt immerhin, wie man an... Wie? Achso, ich wollte gerade sagen, an der Seite komme ich jetzt nicht raus. Ganz am Anfang, dann konnte man ja noch hoch. Guck mal da mal. Zack, zack, zack. Okay. Habe ich da jetzt eingesammelt? Ich frage mich, wozu ich diese Brechstange brauche. Okay, hier komme ich nicht hoch. Das war dann wahrscheinlich nicht der Eingang, den ich jetzt gerade meinte. Also ich weiß ja, mit dem Spiel wäre ich nicht warm. Es ist jetzt auch nicht so das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Aber es ist echt nicht gut. Die Musik ist halt sehr eintönig. Gut, es muss ja nicht jedes Gameboy-Spiel jetzt ein musikalisches Meisterwerk sein. Aber man weiß irgendwie gar nicht so wirklich, was man tun muss. Also ein bisschen geradliniger hätte ich es mir
Schon gewünscht. Ah, okay, das. Ach, wo da waren Herzen? Ah, ah! Das ist doch hier der Goblin, ne? Okay. Jetzt bin ich wieder unten. ich habe echt keine Ahnung. Aber das Kampfsystem ist halt auch bescheuert, ne? Man hat eine relativ kleine Reichweite. Und, ach, da kann ich hoch. Auf die Fenstersimse. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ach, dann kann ich so hoch. Ich dachte, das wäre der Hintergrund. Ah, das mag ich ja auch mal nicht so unbedingt. Wenn Spiele nicht eindeutig lesbar sind, was Plattform ist, wo ich lang muss und so weiter. Das ist irgendwie so, ja, der ist da halt da oben. Ja, jetzt muss ich hier wieder unten. Es ist irgendwie echt langweilig. Genau, beim Kampfsystem war ich ja. Das ist halt nicht gut, das Kampfsystem. Weil man hat nur diesen einen Schlag, wenn ich das richtig sehe. Und die Gegner halten ein paar Schläge aus, aber man kriegt sofort einen reingedrückt. Mal gucken, ob ich hier Selbstmord machen kann. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr. Trotzdem, Stefan, vielen Dank für diesen Spielewunsch, aber... Also mein Spiel ist das nicht, wie gesagt, ist es nicht komplett broken oder sowas, also kaputt, aber jetzt auch nicht so das, wo man denken würde, ja, jetzt mal eine Runde Spider-Man 2, das hätte mal was, nee, so gut ist es nun echt nicht. Aber danke, dass ihr reingeschaut habt auf jeden Fall und wie gesagt, wenn ihr einen Wunsch habt, einfach in die Kommentare rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.